Untersuchungsausschuss der DFL hat dem MSV die Lizenz für die kommende Spielzeit verweigert. Die Entscheidung kam für uns aus heiterem Himmel, das sagt der MSV-Manager Ivica Grilic kurz nach Bekanntgabe dieser Hiobsbotschaft. Die Fans, die haben ihren Frust leider gestern durch Ausschreitungen gezeigt am Stadion des MSV. Martin Weinberger über die unsichere Zukunft von Duisburg. Hans-Dieter Schmitz, 65 Jahre alt, aufgewachsen ganz in der Nähe des ehemaligen Wedau-Stadions, der Wiege des MSV Duisburg. Seit 60 Jahren MSV-Fan, sein ganzes Leben lang also ein Zebra. Derzeit durchlebt er mit seinem Verein die schwersten Stunden der 111-jährigen Clubgeschichte. Der Lizenzentzug durch die DFL, ein Schock für ganz Duisburg. Mir ist der Kopf geplatzt. Ich konnte das gar nicht glauben. Zumal berichtet wurde, dass alles in trockenen Tüchern sei, finanziell. Und ich kann also nicht verstehen, wenn man von Seiten des Vereins sagt, wir haben alle unsere Aufgaben gemacht. Und plötzlich sagt die DFL, nichts ist und die Lizenz wird nicht erteilt. Der MSV Duisburg, Bundesliga-Gründungsmitglied, als Meidericher SV Vizemeister der ersten Bundesliga-Saison. Kultverein aus dem Ruhrpott, Club des legendären Bernhard Dietz. Mit ihm in den 70er Jahren sogar international unterwegs. Dieser MSV steht nun vor dem bitteren Gang in die Regionalliga. Kein Profifußball mehr in Duisburg. Die Spieler könnten ablösefrei gehen. Dem Traditionsverein droht die Insolvenz. Mal gucken, was das Schiedsgericht sagt. Und wenn das eben halt so ist, wie es jetzt ist oder wie beschlossen worden ist, dann geht es eben ab. Aber dann hat der Fußball in Duisburg hier keine Chance mehr. Wir werden auch so schnell nicht mehr hochkommen. Das wird genauso passieren, ist auch meine Meinung, wie in Aachen, wie anders. Weil wir hier in Duisburg sowieso schon immer zu knappen hatten mit Zuschauern und so weiter. Die Konkurrenz im fußballbegeisterten Ruhrpott ist riesig. Die Bundesliga-Top-Vereine Borussia Dortmund und Schalke 04 strahlen. Die kleinen Brüder aus Bochum und Duisburg kämpfen ums Überleben. Der MSV derzeit mehr denn je. Die Gründe dafür für Schmitz offenkundig. Die Situation ist ja seit einigen Jahren so und es ist immer nur ein Flickenteppich gemacht worden. Wir haben zu viele Alpha-Tiere im Verein, die alle ihre persönlichen Animositäten in den Vordergrund gestellt haben und nicht im Sinne des Vereins gearbeitet haben. Und deswegen ist das wahrscheinlich so entstanden. Hans-Dieter Schmitz hält sich zurück. Andere Anhänger werden da konkreter. Man muss ganz klar festhalten, dass die Probleme sind hier, die hier sind. Die haben ausschließlich mit den Namen Helmich und Kensch zu tun. Herr Helmich war hier nie Teil einer Lösung, der war immer Teil des Problems. Die Fanwut kanalisiert sich auf zwei Personen. Geschäftsführer Roland Kentsch und der ehemalige Präsident Walter Helmich. Sie für die Anhänger die Hauptschuldigen der MSV-Misere. Nach Bekanntgabe des Lizenzentzuges versammeln sich die Anhänger vor dem Stadion, machen ihrem Unmut Luft. Es kommt zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen. Ex-Präsident Helmich trägt aus Fansicht die Verantwortung für den Bau des neuen Stadions. Die Schau ins Land Reisen Arena ist ein modernes Stadion, bringt aber den ohnehin klammen MSV in arge Geldnöte. Ja, da ist die finanzielle Lage, wenn man über die erste Bundesliga kalkuliert und sagt, hier die Stadionmiete ist für die erste Bundesliga und man spielt dann jahrelang in der zweiten Liga, dann ist ja logisch, dass dann immer 4 Millionen fehlen Ende des Jahres, nur an Stadionmiete. Geld fehlt beim MSV, so viel steht fest. Auf der Jahreshauptversammlung Mitte Mai gibt Geschäftsführer Kensch bekannt, die Zebras benötigen für die Zweitliga-Lizenz noch 2,5 bis 3 Millionen Euro. Aber die Zuversicht bei Kensch ist da, dieses Geld noch fristgerecht aufzutreiben. Wir arbeiten seit Wochen an der Lösung unserer Grundprobleme, insbesondere an der Stadionfinanzierung. Und ich denke, dass wir es hinkriegen, auch bis Donnerstag die Bedingungen zu erfüllen. Am Donnerstag läuft bekanntlich die Frist der DFL ab. Und ja, wir müssen noch 2, 3 Tage mit Hochdruck arbeiten, aber es sieht nicht so schlecht aus. Doch dann der Schock. Die DFL verweigert dem MSV die Lizenz. Clublegende Bernhard Dietz ist entsetzt. So eine Situation hatten wir noch nie. Das ist eine Katastrophe. Ich kann es nicht verstehen. Es war doch mit dem Geld alles geregelt. So wie es aussieht, fehlen Duisburg letztlich rund 360.000 Euro. Für den Lizenzierungsausschuss des Ligaverbandes damit klar, der Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist nicht erbracht. Keine Lizenz für den MSV, für einen der treuesten Fans eine Katastrophe. Für den Fußball in Duisburg ist es nicht abzusehen, wie es hier weitergehen soll. Wir haben also keinen Verein mehr, der einigermaßen ein Aushängeschild für die Stadt sein kann. Dem Aushängeschild MSV Duisburg droht das Ende.
Die Zebras haben nur noch die Möglichkeit, das ständige Schiedsgericht anzurufen. Dieses prüft dann rein juristisch, ob der vorliegende Lizenzantrag des MSV nicht doch in Ordnung ist. Es ist die letzte Hoffnung für die Fans. Für die Fans, die am Tag nach bekannt werden, die Liebe zu ihrem Club nochmal kundtun. Sie, wie auch Hans-Dieter Schmitz, hoffen noch, dass es doch weitergeht mit ihrem MSV. Unser Club, den wir hier, wir sind Zebras Weiß-Blau. Unser Club, MSV. Ja, gestern haben die MSV-Fans am Stadion randaliert. Heute nun haben sich einige Mitglieder des MSV-Vorstandes den Fans gestellt. Und wie wir hier sehen werden, wurden die Herren auch von Einsatzkräften der Polizei begleitet. Unter anderem war Udo Kirmse dabei, der Vorstandsvorsitzende des MSV, oder auch Markus Räuber, der Verwaltungsratsvorsitzende. Die werden wir gleich sehen. Und diese Herren haben sich mit einem Megafon zu Wort gemeldet, haben mit den Fans gesprochen. Natürlich da auch bedrückte Mienen, aber man hat sich eben den Fans gestellt. Und mit dabei war unser Reporter Sascha Baczynski. Zu dem wollen wir jetzt mal direkt nach Duisburg schalten, ans Stadion. Sascha, du hast es natürlich auch heute mitverfolgt, hast mit den Fans gesprochen, hast aber auch die Worte der Vorstandsmitglieder gehört. Was genau haben Sie zu den Fans gesagt? Ja, sie haben eigentlich, man muss das so ehrlich sagen, gar nichts gesagt. Also man hat immer nur gehört, wir können nichts sagen, das ist ein schwebendes Verfahren. Also das, was man uns von der Presse ja auch immer sagt, es tut uns sehr leid, wir sind auch Fans des MSV Duisburg, bitte glaubt uns, die ganze Situation tut uns genauso leid, bitte vertraut uns. Also halt sehr viele Phrasen und sonst nichts, also das war's. Es gab zwischendurch, muss man sagen, viele Beschimpfungen, viele Fragen der Fans, die immer wieder lautstark geworden haben, sagt uns doch die Wahrheit, warum haben wir die Lizenz nicht, sagt es uns doch einfach. Und da kam halt immer, nein, dürfen wir nicht, tut uns leid. Also im Grunde hat dieser Vorstand gar nichts gesagt heute und hat, muss man ganz ehrlich sagen, sich mit diesem Auftritt hier heute auch überhaupt keinen Gefallen getan. Gestern die Ausschreitung, wie war heute die Stimmung unter den Fans? Heute war die Stimmung eigentlich sehr gut. Sehr viele sind hier hingekommen, eine sehr friedliche Stimmung. Ja, wir haben es ja auch gerade in dem Beitrag gehört, sehr viele MSV-Lieder wurden angestimmt. Es wurde sehr solidarisch, hat man zusammengestanden, hat gezeigt, man ist ja eine Einheit. Man hat entsprechende Fans, man hat eine Basis. Man möchte hier als Fans auch zusammenstehen vor allen Dingen. Also die Stimmung war schon recht friedlich, als der Vorstand rauskam. Da gab es ein paar wütende, muss man sagen, Aussagen. Das war aber auch verständlich aufgrund der Aussagen, die da getätigt wurden, aber bis jetzt ist alles friedlich geblieben. Man sieht es hinter mir, jetzt sind nur noch sehr wenige Fans da. Es waren über 2000 hier vor Ort, das hat sich dann langsam aufgelöst. Ja, mittlerweile sind nur noch eine Handvoll da, vielleicht 10, 20, aber es ist alles recht friedlich abgelaufen. Was hast du auf Vereinsseite raushören können? Welche Schritte wird man sich jetzt beim MSV überlegen? Also es wird so aussehen, dass man jetzt noch abwarten muss auf die Begründung der DFL. Die wird Anfang der Woche kommen und dann wird man schauen, ob man das Schiedsgericht anruft. Das wird man auf jeden Fall machen, da gehe ich mal von aus. Heute hat man auch noch mal geprüft, die Unterlagen, die man da eingesendet hat, hat man heute noch mal durchgeschaut, hat man alles noch mal durchgerechnet, wo der Fehler sein könnte, wo man eventuell Versäumnisse dabei hatte. Und ja, man hofft jetzt einfach nur. Man hat die Hoffnung, dass alles, was man gemacht hat, richtig ist, dass eventuell die DFL das anders interpretiert hat als das Schiedsgericht und das jetzt gnädig ist und dann eventuell doch noch die Lizenz erteilt. Also es ist sehr viel Hoffen hier bei den Verantwortlichen vom MSV. Sascha Baczynski mit den Eindrücken aus Duisburg. Dankeschön, Sascha. Ja, Hoffnung hat man also noch, wie wir gehört haben, in Duisburg. Und ja, wir wollen darüber sprechen, ob man noch Hoffnung haben darf, mit einem wahren Experten. Wir wollen darüber sprechen, warum erhält ein Verein keine Lizenz, wie eben im aktuellen Fall Duisburg. Und was wird im Lizenzierungsverfahren alles geprüft? Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Felix Holzhäuser. Er ist als Rechtsanwalt im Sportrecht spezialisiert und ist Experte für Vereinslizenzierung. Herr Dr. Holzhäuser, schönen guten Abend. Vielleicht klären wir erstmal zu Beginn, welche Voraussetzungen muss denn ein Verein erfüllen, um eine solche Profifußball-Lizenz zu erhalten? Ja, guten Abend. Ja, da muss man zunächst mal wissen, dass das Lizenzierungsverfahren eine Art Eignungsprüfung der DFL ist. Ja, in diesem Verfahren überprüft die DFL letztlich, ob die Clubs, die sich für eine Teilnahme an der Bundesliga, an der zweiten Liga bewerben, die Voraussetzungen erfüllen, die für letztlich eine erfolgreiche und eine für alle sichere Ligateilnahme erforderlich sind. Und dabei muss man auch berücksichtigen, dass die DFL das letztlich nicht aus Spaß und der Freude macht, sondern sie ist eben verantwortlich für den Erfolg der Liga und auch für den Schutz aller an dieser Liga teilnehmenden Clubs.
Und deshalb müssen die Clubs diese Voraussetzungen, diese strengen Voraussetzungen erfüllen, um die Lizenz für die Bundesligen zu erhalten. Das sind bei weitem nicht nur finanzielle Anforderungen, sondern zunächst muss der Club natürlich mal sportlich qualifiziert sein für die entsprechende Liga. Es müssen rechtliche Kriterien erfüllt werden. Das sind beispielsweise Fragen wie, ob die Satzung, der Gesellschaftsvertrag bestimmten Anforderungen genügt. Es müssen personelle Kriterien erfüllt sein, beispielsweise muss ein Cheftrainer nachgewiesen werden, Medienverantwortliche etc. Solche Fragen sind da zu beantworten. Aber auch infrastrukturelle Fragen rund um das Stadion. Es muss Sicherheitsaspekten gerecht werden, Bezug auf das Fassungsvermögen, Flutlicht etc. Medientechnische Anforderungen sind zu erfüllen. Und sicherlich oftmals der Knackpunkt oder der Kern des Lizenzierungsverfahrens, die Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und das war wohl auch im Fall von Duisburg jetzt eben wieder das Kriterium, in dem die Musik gespielt hat. Denn die DFL ist offensichtlich zum Schluss gekommen, dass der MSV diesen Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht erbracht hat. Genau das ist jetzt der Knackpunkt. Besteht die Möglichkeit generell noch und dann auch im Speziellen für den MSV Duisburg hier nochmal nachzubessern? Ja, hier muss man leider sagen, soweit ich informiert bin, dieser Zug ist für den MSV jetzt wohl leider abgefahren. Es gibt innerhalb des DFL-internen Verfahrens, also innerhalb des Lizenzierungsverfahrens im verbandsinternen Verfahren, gibt es zweimal die Möglichkeit, entsprechend nachzubessern, also zum Beispiel Geld nachzulegen, gewisse Garantien zu erbringen, Liquiditätslücken zu schließen, etc. etc. Hier kann man eben seine Hausaufgaben nochmal machen. Man kriegt erneute Fristen eingeräumt, alles, was dazugehört. In diesem verbandsinternen Verfahren hat die DFL eben auch die Möglichkeit, Auflagen, Bedingungen zu geben. So war es wohl eben auch im Fall des MSV. Und wenn dann diese Bedingungen versucht werden zu erfüllen seitens der Clubs, dann entscheidet letztlich der Lizenzierungsausschuss quasi als letzte Instanz innerhalb der DFL. Und in diesem Verfahrensstadium befinden wir, soweit ich informiert bin, uns jetzt auch beim MSV Duisburg. Dann bliebe eben noch der Gang vor das Schiedsgericht. Was würde dabei geprüft werden? Richtig. Die letzte Möglichkeit, die der MSV jetzt hat, ist der Gang vor das ständige Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen. Und hier überprüft das Schiedsgericht letztlich die ordnungsgemäße Entscheidung der DFL, also ob diese Entscheidung der DFL rechtmäßig ist. Hier wird überprüft, ob Formvorschriften erfüllt wurden oder ob eben die Annahme der DFL, dass der MSV diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht erbracht hat, ob diese Annahme korrekt ist. Kurzum, es wird schlicht und einfach überprüft, ob die Entscheidung der DFL richtig oder falsch war. Man muss aber ganz klar sagen, diese Entscheidung ergeht prinzipiell auf Basis des Tatsachenmaterials, das auch schon Entscheidungen der DFL oder was das Basis der Entscheidung der DFL war. Das heißt, der MSV hat in diesem Stadium im Grundsatz eigentlich keine Möglichkeit mehr, ja etwa einen neuen Investor zu präsentieren oder eben neues Tatsachenmaterial vorzulegen. Herr Holzhäuser, Sie sind ganz nah dran an der Bundesliga, bedingt auch durch Ihren Vater, das muss man vielleicht noch erwähnen. Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser von Bayer Leverkusen haben bestimmt auch die Geschicke verfolgt 2002 von Eintracht Frankfurt. Damals hat die DFL der Eintracht die Lizenz entzogen. Das Schiedsgericht wiederum hat dann Frankfurt doch noch die Lizenz für die zweite Bundesliga erteilt. Wie kam es damals dazu? Richtig, Eintracht Frankfurt hat seinerzeit den Gang vor das ständige Schiedsgericht gewählt und hatte tatsächlich Erfolg. Nachdem die DFL damals die Lizenz nicht erteilt hat, hat das Schiedsgericht diese Entscheidung letztlich revidiert. Beziehungsweise, man muss genau sein, das Schiedsgericht hat der DFL damals aufgegeben, neu zu entscheiden und dann eben nach der Ansicht des Schiedsgerichts zu entscheiden. Allerdings muss man sagen, der Sachverhalt war seinerzeit, soweit ich mich erinnere, doch etwas anders. Die DFL hatte damals, ich glaube, es war nach dem Ausstieg von Octagon, Eintracht Frankfurt eine Liquiditätslücke festgestellt bei Eintracht Frankfurt und hat dem Verein damals aufgegeben, diese Liquiditätslücke zu schließen, indem man eine Bankgarantie vorlegt.
Und diese wurde von Eintracht Frankfurt auch fristgerecht vorgelegt. Und soweit ich mich erinnere, gab es damals dann ein Problem, dass sich nachdem diese Bankgarantie vorgelegt wurde, ein Bankvertreter seinerzeit bei der DFL gemeldet hat und diese Garantie quasi widerrufen hat. Und aufgrund dieses Widerrufs hat die DFL dann die Lizenz verweigert. Und das Schiedsgericht war dann der Ansicht, dass dieser Widerruf eben zu spät gekommen sei, beziehungsweise die Bankgarantie unwiderruflich gewesen sei. Und hat dementsprechend festgestellt, die Garantie, die von Frankfurt seinerzeit vorgelegt wurde, war voll wirksam. Und aus diesem Grund musste die DFL ihre Entscheidung im Nachgang dann revidieren. Vielleicht ist es ja ein leichter Hoffnungsschimmer für den MSV Duisburg. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, Herr Dr. Holzhäuser, deswegen müssen wir jetzt zum Ende kommen. Wir danken Ihnen sehr für das Interview und dass Sie uns ein bisschen aufgeklärt haben über dieses komplizierte Lizenzierungsverfahren. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Ja, wenn der MSV Duisburg tatsächlich absteigt mangels der Lizenz, dann wird wiederum ein Platz frei in der zweiten Liga. Und Nutznießer davon könnte der SV Sandhausen sein, der vorletzte der vergangenen Saison. Auch dort haben wir uns umgehört, und zwar beim Geschäftsführer, bei Ottmar Schork. Ja, zunächst mal waren wir auch überrascht über die Entscheidung, die gestern gefällt wurde. Und sie ist ja natürlich noch nicht endgültig und das werden wir auch abwarten. Aber ab sofort werden wir natürlich auch die Planung für die zweite Liga wieder vorantreiben. Und werden natürlich versuchen, auf dem Spielermarkt auch entsprechend tätig zu werden, um besser gerüstet, sportlich besser gerüstet zu sein für die kommende Runde. Aber zunächst gilt es einfach mal, die endgültige Entscheidung abzuwarten. Wir sind froh, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, denn nach dem sportlichen Abstieg hat sich ja auch für uns die Frage gestellt, wie wir weit die Lizenzierungsverfahren weiter vorantreiben und die Bedingungen auch erfüllen werden. Und da gilt ein besonderes Lob unserem Präsidenten, wie er das geschaffen hat, dass wir das jetzt so hinbekommen haben. Es ist eine gewisse Vorfreude da, das können wir nicht verhehlen. Aber solange nicht die endgültige Entscheidung gefallen ist, werden wir auf jeden Fall zweigleisig planen. 6 Monate schuften für das große Ziel. Unser Redakteur René Domke, der schwimmt, der radelt, er läuft, um endlich einmal dabei zu sein bei einem Triathlon und um vor allem über die Ziellinie zu kommen. Gestern haben wir ihn ja schon den ersten Teil unseres Selbst